So, einen wunderschönen guten Morgen. So, bei mir sieht das jetzt wieder irgendwie so dunkel aus, aber ich glaube, das täuscht wieder. Ich bin schon ganz zeitig, habe schon alles vorbereitet für die zweite Stunde. Was ich gleich gerne hätte, wäre auf jeden Fall Ton ausgemacht, hätte ich gerne irgendwas zum Draufstellen, also Knieretter oder ähnliches, ein Buch, irgendwas, wo ihr die Zehenspitzen erhöhen könnt. Ich habe meine Stoppuhr und ich habe für gleich schon meine Playlist für die Langhantelstunde. Da ist natürlich das Thema heute Beine, passt perfekt für dann die Stunde danach. So. Okay. Stoppuhr ist hier. Schuhe braucht ihr nicht, aber es ist hier so kalt. Jedes Studio laufen muss ich mir auf jeden Fall die Schuhe anziehen. Ich habe mir noch meine Nackenrolle und meine Handschuhe schon bereitgelegt. Oh, das fängt gerade hier an zu schneien, wie schön. So, es ist da schon 9 Uhr, dann fangen wir gerade an, dann sind wir schön pünktlich. Fangen an mit Füßen Igelball. Heute muss ich tatsächlich mal die Socken anlassen, weil ich habe echt hier, es ist ziemlich frisch. Gestern hatte ich mir mal ganz kurz die Heizung angemacht, aber das stört meine Stimmbänder. Ich kann das beim Sprechen mit euch nicht so gut haben, wenn hier diese Heizungsluft hier so rumschwirrt. Das ist mir sehr unangenehm, da muss ich so viel trinken. Gut. Ist ja generell nicht schlecht, aber es hat mich ein bisschen gestört. Okay. Was wir die nächsten Tage unbedingt machen, sind die Augen. Ich hatte gestern meinen Augenarzttermin, weil es wirklich unangenehm war. Ich habe erst gedacht, vielleicht ist es hier der Strahler, der mich zurzeit so anstrahlt. Aber tatsächlich hat sich meine Sehstärke wieder verschlechtert. Und ich habe es auch komplett falsch gemacht. Hier meine Gleitsichtbrille, ich habe sie permanent auf- und abgesetzt. Ich soll sie morgens aufsetzen und abends absetzen. Ich kriege jetzt auch eine neue. Einmal den Fuß bitte wechseln. Und ich muss aber im Langhantel oder beim Steppen oder so absetzen. Ja, das heißt, ich habe die Woche, wahrscheinlich gehe ich gleich, ein Date beim Tafelski. Antje, ich komme wahrscheinlich zu dir und kann mir eine neue Brille aussuchen. So sieht's aus. Und dann mache ich mit euch so die Engpassdehnung Augen. Das wollte ich mit der Lena zusammen machen. Einfach um zu zeigen, was da so möglich ist, weil das sind ja auch alles Muskeln, die einfach auch im Alter nachlassen, wenn wir sie nicht trainieren. So. Oh. Richtig schön durchkneten, kommt alles. So. Wir arbeiten uns mit der Faszienrolle von unten einmal hoch, soweit wie wir das brauchen, und zwar kleine Mini-Rolle, Füße, Fußsohle bearbeiten wir und dann nehmen wir uns die größere Rolle, Vorder-, Rückseite, Oberschenkel und Waden natürlich, Entschuldigung. So, du gehst in deine Fußfaszie rein, alles was geht, alles was geht, alles was geht. Nachrutschen mit dem Oberkörpergewicht, richtig schön in deine Mittelfußknochen rein. Bis hin zur Ferse. Gut. Anderen Fuß. Zehen drüber. Und reinkneten. Richtig rein, richtig rein, richtig rein. Das tut gut. Das zieht, aber das kann ich gut aushalten. Und
Dann nehme ich mir, damit ihr mich besser seht, wieder meine große Rolle. Du kannst aber auch einfach deine Medienrolle benutzen. Ich starte mit der rechten Ferse in der Rolle. Bitte komm wirklich nur mit der Ferse am Anfang drauf. Linkes Bein darfst du überschlagen, wie immer musst du das nicht. Und wir rollen genüsslich, ganz langsam die Rückseite ab. Ich hätte gerne noch mal Bilder von euch, wie ihr das so zu Hause macht. Müsst ihr zwischendurch mal unterbrechen, weil vielleicht der Platz nicht reicht oder habt ihr einen richtig tollen Trainingsbereich euch eingerichtet. Ich hätte gerne noch mal ein bisschen, dass ihr mir mal zeigt, wie ihr das zu Hause macht. Beuger kann sein von gestern, vielleicht hast du das Workout mit dem Stepper mitgemacht. So, Sitzbein locker drauf, jetzt komme ich hier rechts Richtung Gesäß, das nehme ich natürlich mit, roll mich hier bis zum Becken. Linke Seite, linke Ferse rein, ich nehme das rechte Bein drauf und rolle hier rein. Richtig schön rein. Bauchnabel fällt nach innen. Sehr gut. Hui, unter der Kniekehle, da sitzt aber ordentlich was bei mir. Also Wade hat sich angefühlt wie so ein dicker, fetter, blauer Fleck. Richtig schön draufsetzen, die Beugeseite hier und dann lege ich mich auch hier links rein in das Gesäß und gehe bis zu meinem Beckenkamm. Sehr gut. Damit es rund wird hinten, bitte noch einmal draufsetzen und einmal den Rücken ausrollen, ganz wichtig. Weg. Ich muss jetzt mal mein neues Mikrofon auspacken. Ich habe eins ohne Kabel. Da steckt man sich hier oben ans T-Shirt und dann geht auch mein Sprechen sofort in das Handy. Es läuft gar nicht mehr, ich weiß gar nicht wie, über die Boxen. Füße gut stehen lassen. Wenn du das Gefühl hast, jetzt brauchst du die Hände, Hände dazu, in dein Becken rein. Füße krabbeln nach vorne, Bauchnabel fällt nach innen, T-Shirt mal festhalten. Ich merke tatsächlich einen Unterschied, wenn ich zu viele Schichten anhabe. Ich finde das ganz gut, wenn ich so dünne, lange Armsachen anhabe, dann habe ich dieses intensive Gefühl. Wenn ich diesen dicken Sweater da anhabe, da fehlt mir richtig ein bisschen was. So. Über deine Schulterblätter, zack, bis zum Nacken. Schaukel mich hoch. Rückseite haben wir schon, Vorderseite. Und zwar lege ich tatsächlich wirklich den Vorderfuß auf, also richtig hier diesen Mittelfußbereich und rolle hoch bis zur Leiste. Also nicht schon im Schienbein anfangen, ich fange wirklich auf den Fuß an. Ich habe jetzt mal hier so einen gelben Socken angezogen, vielleicht sieht man das ganz gut. Schön drauf, linkes Bein drüber, hoch, habt ihr auch schön warm dabei und rolle. Oben auf dem Fuß könnt ihr auch mit der kleinen Rolle rollen, ihr könnt den kleinen Faszienball oben auf dem Fuß rollen oder wenn ihr dieses Drückerset habt, könnt ihr da auch ganz toll arbeiten. Können wir auch noch mal machen, Drückerset. So. Huch, jetzt rutsche ich hier runter, jetzt muss ich leider einmal umsetzen. Ich war ein bisschen schief. Bis übers Schambein, zack, bis auf den Sitzbein. Damalstab, Entschuldigung. Andere Seite. So. Vorne, nicht hinten.
Kennt ihr das, wenn ihr mit den Gedanken irgendwie schon im nächsten Satz seid und dann fabriziert man da so einen Quatsch? Sorry, aber das kennt ihr ja von mir schon ein bisschen. So. Drauf strecken und richtig rein. So. Jetzt gehe ich schon ein bisschen schief hier. Was ist denn das hier? Heute bin ich hier ein bisschen schief. Linke Oberschenkel, Vorderseite. Ich nehme die Höhe rechts und links. Ich bin morgens mit Gleichgewicht auch ein bisschen wackelig, wenn ich dann noch so zu euch gucke. Du kannst aber auch die flache Version nehmen. Die ganz hohe habe ich gemerkt, die kann ich besser abends als morgens, wenn ich nicht mehr so wackel. So, ich stelle mir das jetzt auf, Hüftgelenks eng, also nicht beckenbreit oder schulterbreit, sondern eher die Keile dichter zueinander. Das ist meine Rolle zum Abstützen, meine Stoppuhr. Ich überprüfe mal schnell volle Lautstärke. Die Zehenspitzen hakel ich drunter. Wenn du jetzt ein dickes Buch hast, sieht das so aus. Oder wenn du irgendwie ein Sofakissen drunter geknäuelt hast. Ich hätte gerne Zehenspitzen hoch. Ich hake meine Füße drüber mit den Socken, dass ich da nicht runterrutsche. Und gehe mit geradem Rücken vor. Ich habe jetzt den Luxus mit den Spiegeln. Ich kann gucken, Oberkörper, Beine, rechter Winkel. Es zieht nicht richtig. Ich gehe tiefer, beuge meine Ellbogen. Ich glaube, ich kann die schon umlegen. Und habe jetzt rückwärtige Linie, eine 8. Gut, wir drücken Start. Los geht's. Zehenspitzen halten. Ferse ist tief. Popo ist über den Fersen. Perfekt. Schön halten. 20 Sekunden. Gleich wird gepowert, wenn der 10-Sekunden-Teil kommt. Zieh nochmal den Bauchnabel ein bisschen hoch, streck die Lendenwirbelsäule, Achtung, hoch mit den Fersen, Spitze, Ferse, Spitze, Ferse. Richtig hoch. Ich merke meinen Beuger, meine Sitzbeinhöcker. Stopp, nicht mehr bewegen. Ellenbogen können weiter nach außen sich beugen. Dein Bauch geht dichter an die Oberschenkel, super. Streck nochmal für mich deine Brustwirbel und schieb die Lendenwirbelsäule ins leichte Hohlkreuz, soweit du das schaffst. Und schon zieht es mehr. Achtung, spitze Ferse. Richtig schön heben. Ein- und ausatmen. Das machst du richtig klasse. Stopp. Noch ein Stück tiefer. Ich glaube, ich kann die Rolle wegnehmen. Ich bin zwar jetzt hier auf den Fingerkuppen, aber gut. Streck den Rücken. Zieh dich lang. Vom Scheitel bis zum Steißbein. Eine gerade Linie. Und atmen. Spitze Ferse, Spitze Ferse. Super. Komm hoch mit dem Po. Zieh mal hinten. Alles lang. Letzten Sekunden. Ich zeige mal ganz kurz, bei mir ist es hier vom Sitzbeinhöcker in den Beuger, wo beim Rollen sich gar nichts abgezeichnet hat, dass es irgendwie zieht, ist es jetzt richtig, richtig heftig. Aber es ist weder ein heißes noch ein kaltes Ziehen. Es zieht einfach. Bleib bei mir, setz links und rechts ab. Linke Hand an Schienbein, rechte. Zieh dich nochmal in den rechten Winkel und versuch dich faszial hochzuziehen. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist wieder elektrisch. Und wir nehmen unsere Rolle unter die Knie und
zur Decke, gerader Rücken, ich habe leichtes Hohlkreuz passiert, Hände stützen hinten, du kommst nach vorne, nach vorne, nach vorne, weiter, 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 Arme vor und zieh, zieh, weiter, der Bauch legt sich Richtung Oberschenkel, Zehenspitzen hoch, weiter, noch ein bisschen, zieh, 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 jetzt habe ich meine Wade und löse auf. So, komm langsam in den Stand. Und zwar, viele Probleme, das hast du vielleicht jetzt schon festgestellt für dich, kommen aus der Wade oder aus dem Fuß. Deshalb habe ich meine Kamera jetzt so ein bisschen dichter an die Wand geholt. Ich möchte die Wade dehnen an der Wand. Dafür ziehe ich tatsächlich immer mal einen Socken aus, damit ich nicht wegrutsche. Du kannst, wenn du hast, auch eine Stufe in deiner Wohnung, in deinem Haus benutzen, aber die Wand ist perfekt. Ich fange mal links an. Und zwar, guck mal, gehe ich mit der Ferse an die Wand, rutsche vor. Ich mache mal einmal falsch. Also nicht hier die Zehen. Da spürst du nichts in der Wade. Nicht die Zehen umknicken, sondern richtig, der Ballen liegt. Ich bin richtig schön an die Wand gerutscht. Es zieht bis in meine Kniekehle. Und ich habe wirklich die Ferse, so dicht es geht, an die Wand geschoben. Es zuckelt und ruckelt in meiner linken Kniekehle. Ich kann mich jetzt hier schön festhalten. Ich drücke Start. Oh, so. Meine Wade sagt, guten Tag. Schön, dass Sie mich bearbeiten. Oh, das zieht. So, wenn jetzt der 10-Sekunden-Teil kommt, versuchen wir die Wand wegzudrücken. Achtung! Drück mit deinem linken Fuß an die Wand, an die Wand. Weiter, 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 weiter. Ja, das ist ein bisschen unangenehm in der Ferse. Stopp, nicht mehr drücken. Ein bisschen weiter ranrutschen. Rücken ist gerade. Hast du das? Ich kann mich hier ganz gut festhalten an meiner Fensterbank. Die ist zwar eisekalt. Es zieht ganz kurz unter meinem Knie. Zieht es richtig, richtig. Meine Kniescheibe zuckt. Wir drücken mit dem linken Fuß die Wand weg. Komm, alles was geht. 10 Sekunden Powerteil. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Stopp. Ich versuche ein bisschen ranzurutschen. Ferse ist im Boden. Die Ferse, wenn du einen Fersensporn hast, die findet das gar nicht witzig, aber das macht nichts. Ein Durchgang Power haben wir noch. Komm. Schön dranbleiben. Alles, was geht. Und wir versuchen, den linken Fuß in die Wand zu drücken. Verstärke, verstärke, verstärke. Oh, die letzten 20 Sekunden. Ich gehe noch ein bisschen dichter ran. Die Ferse zwickt, macht nichts. Die haben wir ja schon gerollt. Und die hat bei den Knierettern eben natürlich auch schon ordentlich was mitbekommen. Langsam raus. Das Standbein ist, ne? Ist auch anstrengend für das Standbein. So, wir steuern einmal an. Linke Ferse nochmal vor. Zehenspitze zieht hoch zu dir. Richtig hoch, hoch, hoch. Den ganzen Fuß mitnehmen. Jetzt nicht die Zehen, wie bei der Fußübung, sondern an die Wade. An die Wade, an die Wade. Und gut. So. Ich hoffe, die Wade ist vorbereitet gleich für die Langhantelstunde. Rechts ist dran. Gut. Kann ganz unterschiedlich sein. Ferse dran. Ich hoffe, dass ihr das jetzt hier seht. Ich rutsche so ein bisschen, dass mein Bein hoffentlich angeleuchtet wird. Ferse in den Boden festhalten. Ich drücke Start. Deine Wade sagt 8, 8, 8. Ich habe eine 8. Guck, dass du die Zehen nicht umgeknickt hast, sondern wirklich den Vorderfuß, also inklusive Ballen, ordentlich an die Wand drücken kannst. Achtung! Versuch die Wand wegzudrücken. Alles, was geht. Alles, was geht. Feste, feste. Ich muss mich jetzt hier festhalten. Oh,
meine Kniescheibe hier wackelt auch automatisch mit. Achtung, zweite Runde schon. Drück die Wand weg. Fest. Weiter. Stopp. Und letzte Runde, ich verstecke. Wenn du den Fuß an der Wand so ein bisschen bewegst, ne? Du hast ja zwei Wadenmuskeln. Kann sein, dass der eine noch schlimmer ist als der andere. Oh, mein linkes Bein wird müde hier. Komm, halten. Und letzte Runde. 10 Sekunden drückst du die Beine weg. Komm, weiter, 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 weiter. Feste. Und jetzt 20. Ich ziehe mich noch ein bisschen ran. Also glaube, mit Socken geht das nicht, weil ich habe jetzt eben schon gemerkt, mein Ferse ist ein bisschen von der Wand weggerutscht. Kniescheibe vorne zuckt. Langsam raus. Ach du Schande. Ich habe mir das nicht gewünscht. Diese Beingeschichte wurde sich gewünscht, aber ich finde es sehr gut. So. Rechte Ferse vor, anziehen, alleine den ganzen Fuß hoch, 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 komm, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und auflösen. So, dann gehört zur Rückseite natürlich die Kniekehle. Nimm dir deinen großen Faszienball. Große, kleine, der kleine ist zu schmerzhaft. Also nimm bitte den großen und wir nehmen uns unsere als erstes linke Kniekehle vor. Kleine spiralförmige Bewegung machst du. Oh, herrlich. Und versuch wirklich die ganze Kniekehle auszustreichen, auszuspiralen. Also richtig. Ich gehe jetzt mal hier hin, bis dann in die Wade rein, da wo es eben ordentlich gezogen hat. Aber wenn ich jetzt drüber roll, da ist jetzt kein, wo ich sage, verfilztes Gewebe oder so, sondern es fühlt sich gut an. Ganz oft ist es hier außen, von dem Bodyforming, von den Squats und Kniebeugen, Squats und Ausfallschritten, ganz oft viel Spannung, ist auch alles gut. Fühlt sich gut an. Seitenwechsel. Andere Seite. Drauf. Und oh, schön. Du kannst mit der Rolle auch mal dein Bein erkunden, ne? Dass du einfach dir mal eine Rückseite von deinem Bein mal genauer anguckst. Geht natürlich auch mit deinem Daumen, ne? Wenn man einfach den Körper mal abtastet, abdrückt. Gucken. Das ist immer dieses, bevor wir gearbeitet haben, hat mir nichts wehgetan und jetzt spüre ich ganz viel. Das finde ich ganz wichtig. Ne? Das ist ja auch so, man geht ja auch manchmal zur Prophylaxe. Also man macht ja Sachen, damit eben nichts passiert. Und wenn man durchs Abtasten oder durch die Engpassdehnung an Punkte im Körper kommt, die man jetzt merkt, oder ist ja was, ist doch gut, dann kannst du schon dran arbeiten, musst nicht warten, bis der Körper von alleine deinen Schmerz sendet. Also wenn du zum Beispiel hier in der Kniekehle einen Punkt findest, könntest du jetzt hier richtig schön dran arbeiten. Hast ihn vielleicht heute Morgen noch nicht wahrgenommen, aber es bedeutet ja nicht, dass er nicht da war, ne? Okay. Linkes Gesäß. Da kannst du auch hier noch ein bisschen in den Beuger rein. Ich starte auf meinen Sitzbeinhöcker. Gehe dann auch mal so drumherum. Ich drehe mich noch ein bisschen. Und man kommt so schön rein, alleine. Bei mir war das eben beim Rollen. Über die Seite habe ich schon gemerkt, hier Richtung. Das ist diese Schaufel von deinem Becken. Da ist ganz viel Bedarf. Es wird schon angenehmer, je länger ich darüber roll. Dann kannst du über hier so ein bisschen vor den Sitzbeinhöcker, aber es ist auch da, wo es eben so ordentlich gezogen hat, wenn ich
drüber rollen, ist es alles okay. Seit hier, das sind wieder die Nachwehen von dem Kurs gestern Abend. Donnerstag ist ja der Tag, wo ich jetzt keinen Kräftigungskurs habe, wo ich abends die Engpassdehnung 60 Minuten mache. Das ist wie so ein Ruhetag für meinen Körper. Genau wie hier. Sonntag, so, ich drehe mich mal. Rutsche auf die rechte Po-Seite. Umkreise den Sitzbeinhöcker. Alles gut. Und dann gehe ich hier nochmal in die Beckenstaufel. Guck da mal rein. Rechts ist wieder nicht ganz so heftig wie die linke Seite. Du kannst auch richtig nach oben an diesen Knochen vom Becken gehen. Ich gehe mal hier auch hier vor den Sitzbeinhöcker, wo das immer so zieht. Auch hier habe ich jetzt nicht dieses elektrische Gefühl wie nach der Dehnung auf den Knierettern. Also es sind komplett unterschiedliche. Ich will immer nicht so gern Schmerz sagen, aber unterschiedliche Schmerzarten. Mal heiß, mal kalt, mal wie so ein blauer Fleck. Okay, gut. Dann nehmen wir, gehört natürlich zu den Beinen auf jeden Fall dazu, diese Seitenlinie, die ist immer sehr beliebt, vom Sprunggelenk hoch bis über das Becken bis zur Flanke. Links startet. Ich nehme wieder die große Rolle. Ob du jetzt hier in die Mitte gehst, in die Vertiefung, da ist jetzt nichts unbedingt, bis dieser eine Punkt hier im Oberschenkel, wo du ein bisschen entlasten kannst. Aber auch hier würde ich jetzt nicht mit so einer steinharten Rolle rollen. Bei uns ist es ja immer hinten, da liegt noch diese orangefarbene Ohr. Nee, ohne mich. So, Außenseite Wade. Gehst du schön rein, kannst du auch im Sitzen machen und dich selbst massieren. Ne? Musst du jetzt nicht mit deinem ganzen Körpergewicht machen, so wie ich. Du kannst auch einfach, vielleicht nimmst du dann die ganz kleine Rolle, die Seiten einmal ausrollen. Da werde ich aber auch mit euch nochmal ein Video machen, wie man selbst im Sitzen sich behandeln kann, wenn man nicht die Möglichkeit hat, so wie ich jetzt, lang zu rollen. Natürlich ist hier der Druck stärker, aber bevor ich gar nichts mache, kann ich lieber die Rolle in die Hände nehmen und auch hier über die Seiten hochrollen. Ne? So, wenn das jetzt geschafft ist, die Seite, dann bin ich auch glücklich. Oh.
Schön den Blick mitnehmen, ne? Guten Morgen, ihr Fleißigen.